und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. Ja, und hier wäre der zweite Teil meines Debian-Projektes. Nachdem im ersten Teil ich die komplette Installation euch gezeigt habe, möchte ich jetzt ja eigentlich übergangslos mit euch weitermachen, wie ich Debian jetzt versuche einzurichten, die ersten Schritte vornehme, mir einen Überblick zu verschaffen, wie das neue Debian so aussieht, was gibt es so an Erneuerung, ja, wie gehe ich persönlich vor und richte mir mein System ein, so nach meinen Bedürfnissen. Und da dachte ich mir so, nehme ich euch einfach mal mit und zeige mir so einen kleinen Fahrplan aufgestellt, wie ich jetzt so vorgehe. Ich möchte mich einmal mit dem Editor beschäftigen, weil da gibt es ein kleines Update, generell allgemeine Updates durchführen, Java installieren, Rundgang durch Gnome, dann Software Center möchte ich mich mit euch anschauen und dabei auch dann meine Apps installieren, also mit denen ich arbeite, und die werde ich so ein bisschen näher unter die Lupe nehmen. Und dann werde ich noch versuchen, einen kleinen Server zu installieren und den Drucker einzurichten. Ich gehe jetzt nicht zwingend so nach der Reihe vor, aber das wird heute so im Endeffekt passieren. Ja, nachdem ich jetzt hier die ganzen Apps ein bisschen geordnet habe, in erster Linie diese Spiele hier, merke ich schon, dass mit der GNOME-Einstellung als solches bin ich so ein bisschen unzufrieden. Man muss irgendwie doppelt klicken, um jetzt hier in dieses Menü zu kommen. Das finde ich persönlich nicht ganz so vorteilhaft. Ich schaue mal nach, ob die Optimierungen schon installiert sind. Voila, da sind sie. Optimierungen. Bestätige das mit Enter. Vielleicht kann man das Fenster ja per Rechtsklick minimieren. Ich sehe gerade, hier fehlen die beiden Buttons. Minimieren. Aha. Bildschirm aufnehmen? Cool. Tatsächlich, kann man einfach per Rechtsklick ein Bildschirmfoto aufnehmen. Okay, jetzt hat er aber nur das Fenster aufgenommen. Also die Funktion, die finde ich schon mal sehr gut. Ich weiß nicht, ob das neu ist, ob das vorher auch schon war. Wenn ich jetzt hier beim Desktop jetzt hier ein Bildschirmfoto machen möchte, da ist nichts. Okay, ich gehe mal eben die Optimierung hier durch. Das lasse ich erstmal so. Das lasse ich auch so. Da ist minimieren, maximieren. Zack, die beiden Buttons sind da. Ich kann die sogar nach links packen. Nee, das macht nicht so wirklich Sinn, ne? Wir lassen die rechts. Dann obere Leiste. Genau, hier machen wir auch noch so ein paar Veränderungen. Ich möchte sehen, welcher Tag es ist. Datum möchte ich sehen. Sekunden, nein. Wochentag, ja. Genau, hier wäre die Kalenderwoche. Die will ich auf jeden Fall haben. Schriften lasse ich erstmal so. Ja, den Rest lasse ich erstmal so. So, das wären die ersten Optimierungen angenommen. Damit ich vernünftig weiterarbeiten kann, öffne ich mal eben die Einstellungen und nehme mal weitere Optimierungen vor. So, Netzwerk werden hier alle erkannt. Das habe ich ja schon eingerichtet. Bluetooth. Erscheinungsbild. Ja, hier könnten wir mal nachschauen. Oh ja, ich mache mal ein dunkles Thema. Dann schauen wir mal, was es hier noch so Schönes gibt. Genau das Bild habe ich ja jetzt standardmäßig. Oder das. Was ist denn da der Unterschied? Weiß ich jetzt auch nicht. Ich nehme mal jetzt ein anderes. Zum Beispiel das hier. Mal eben kurz schauen. Ja, warum nicht? Benachrichtigungen. Ja, die würde ich eigentlich normalerweise alle ausstellen. Brauche ich von der Urbenachrichtigung? Mache ich dann ein anderes Mal. Suchen. Ja, das ist viel interessanter. In Kontakte suchen? Nein. In Dateien suchen? Ja. Bei Einstellungen suchen? Ja. Kalender suchen? Nein. Passwörter? Nein. Software? Ja. Kann man lassen. Taschenrechner? Nein. Terminal? Da lasse ich erstmal drin. Wetter mache ich auch weg. Zeichen mache ich auch weg. So, Multitasking, aktive Ecke hätten wir hier, beziehungsweise funktionale Ecke wäre da. Ja, okay, lassen wir erstmal. Aktive Ecke, das wäre so, ne? Was ich so machen kann und so machen kann, das lassen wir auch. Ich habe ganz gerne immer eine feste Anzahl von Arbeitsflächen. 4 ist okay.
das lassen wir so, das lassen wir so. Das weiß ich nicht, wie das gemeint ist. Da habe ich mich auch noch nie mit beschäftigt. Okay, ich gehe erstmal weiter. Anwendung ist, denke ich mal, auch klar. Alles, was installiert ist. Das ist eine ganz schöne Menge hier. Und ich habe jetzt hier nur OBS beigepackt. Sonst habe ich noch nichts gemacht. Datenschutz, ja, das denke ich mal, kann ich auch überspringen. Dateigrund und Papierkorb, das wäre vielleicht nochmal interessant. Automatisch leeren, ja, spätestens nach 30 Tagen sollte das automatisch geleert werden. Genau wie temporäre Dateien. Ach, ich glaube, das reicht sogar nach 5 Tagen. Dann noch 7, komm, nach einer Woche kann das ruhig alles gelöscht werden. So, was haben wir noch? Achso, Datenschutz, da war ich jetzt gerade drin. Das überspringe ich mal. Online-Konto überspringe ich auch. Ja, Freigabe ist noch interessant. Wenn ich jetzt mein Netzwerk einrichte, dann muss ich auf jeden Fall hier in die Freigaben rein. Audio, Test 1, 2. Ja, hier sieht man, hier wird alles richtig erkannt. Beziehungsweise hier musste ich einmal auf USB stellen, damit die Aufnahme überhaupt funktioniert. Ansonsten habe ich hier auch nichts gemacht. Hier sieht man, dass OBS läuft. Warum hier zwei Einträge sind, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das war auch schon immer so. Hier hat sich, glaube ich, auch nichts verändert. Ausgeglichen, ja, ist okay. Energiesparoption, Prozentsatz. Ach ja, das finde ich eigentlich auch immer interessant beim Laptop. Weil mein Laptop hat hier so einen kleinen Wackelkontakt. Und dann sehe ich nämlich sofort, wenn da die Stromversorgung unterbrochen ist. Deswegen aktiviere ich das jetzt mal. Bildschirme, genau. Zwei Bildschirme habe ich. Die habe ich mir ja auch schon eingestellt. Kann ich jetzt sagen, du gehst nach oben, du gehst nach links, du gehst nach rechts. In meinem Fall ist es wirklich so, dass mein Laptop genau unter dem Bildschirm ist. Das passt also. Maus kann man noch ein bisschen anpassen. Tastatur, ja, das überspringe ich mal. Drucker wäre noch interessant. Wow, er hat hier sofort meinen Drucker erkannt. Ich habe nichts gemacht. Kann man Testseite drucken? Komm, wir drucken mal sofort hier mal meinen Fahrplan aus. Wir machen mal einen Test. Wie kann man jetzt hier drucken? Ach hier. Nee. Hä? Kann man nicht mehr drucken? Ach, hier unten. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Zack, er wird sofort erkannt. Ich sag ihm drucken. Ich denke mal, ihr hört's. Der Drucker druckt. Ja, und hier wäre mein Fahrplan. Also Drucker drucken, das funktioniert out of the box, ohne etwas einzustellen, ohne irgendwie etwas zu machen. Das ist natürlich schon mal sehr gut. Da gibt es hier andere Linuxe, die das nicht können. So, Wechselmedien, das lasse ich auch so. Das überspringe ich mal. Farben lasse ich auch so. Region, Sprache. Ist irgendwas Wichtiges? Erstmal nicht, denke ich. Zumindest für den ersten Einsatz. Gut, hier könnte ich jetzt noch ein anderes Bild einfügen. Das mache ich jetzt aber nicht. Das mache ich mal irgendwann. Zeitzone ist auch klar. Ja, Info, die kennen wir auch schon. Genau, Softwareaktualisierung. Ich klicke mal hier drauf und sage ihm sofort herunterladen. Das sollte man immer als erstes durchführen. Nach einer ersten Installation sollte man immer erst die Updates drauf spielen. Gut, das überspringe ich jetzt, wo ich hier gerade drin bin. Ich deinstalliere erstmal alle Spiele, weil die gehen mir nämlich tierisch auf den Keks. Also was sich Debian dabei gedacht hat, so viele Spiele hier drauf zu packen, die erinnern mich irgendwie so an Windows 3.11 Zeiten. Schönes Skatprogramm wäre nochmal ganz gut. Wetter, ja, Kindersicherung, okay. Es hat erstmal was zu tun. Wir lassen ihn hier in Ruhe erstmal rumrödeln. Damit hätte ich das Thema Einstellungen abgearbeitet. Nein, stopp, irgendetwas fehlt jetzt hier. Ich wollte ja das Dash-to-Dock noch einstellen. Kann man das jetzt nicht mehr hier drüber machen?
bei Bildschirme. Nee, kann man nicht. Ach, das ist bestimmt nur so eine Ubuntu-Sache, dass man den Dash, also dieses Panel hier, individuell einstellen kann. Gut, dann werde ich jetzt mal versuchen, als nächstes Dash2Doc zu installieren, also die Erweiterungen. Dazu brauche ich das Software Center und ich schaue mal nach, ob ich die Erweiterungen mittlerweile fertig. Oh, das dauert jetzt hier einen Moment. Ob ich die Erweiterung installieren kann. Gib mal ein Erweiterungen. Ja, er ist jetzt gerade sehr beschäftigt. Deswegen sagen, mache ich mal eben einen Stopp. So, irgendwie hat sich das Software Center, meine ich, aufgehangen. Ich mache das Ganze mal jetzt über ein Terminalfenster. Ja, das Schöne am Terminalfenster ist natürlich, dass man die ganzen Arbeitsschritte, die der Rechner dann so unternimmt beim Update, dass man die dann auch dementsprechend dann sieht. So, ich gebe mal ein sudo apt update, ne? Update. Mal gucken, was passiert. Ah, schön zu sehen, auf welche Listen er zurückgreift. Machen wir upgrade. Null Pakete. Ich bin also up to date. Okay, das ist doch schon mal prima. Ich gebe mal ein, Erweiterung. Ja, sind das die richtigen Erweiterungen? Weil es gibt nämlich zwei verschiedene Apps mit Erweiterungen. Ich teste die einfach mal. Machen wir hier so ein bisschen auf Vollbild. Erweiterung. Applikationsmenü. Ne, das brauche ich nicht. Das ist bestimmt hier dieses hier, ne? Genau, das finde ich eigentlich doof. Hat sich da irgendwas dran geändert? Ne, das finde ich doof. Das machen wir wieder weg. Automove Windows? Nein. Nativ Windows Placement? Nein. Remove? Nein. Screenshot? Brauchen wir nicht. User Theme? Brauchen wir auch. Windows List auch nicht. Okay, jetzt fehlt hier etwas. Also hierüber kann ich keine weiteren Erweiterungen installieren. Deswegen sind das hier die falschen Erweiterungen. Jetzt weiß ich nur nicht, wie die andere App hieß. Gut, ich schlage jetzt mal den klassischen Weg über einen Webbrowser ein. Ich öffne dazu den Firefox. Mal gucken, ob es so funktioniert. Da wäre er. Ich gebe hier mal ein Gnome-Extensions. Ich sage, alle akzeptieren. Genau, dann müssen wir es erstmal einrichten für den Browser. Nicht erlauben, Installation fortsetzen, hinzufügen. Ja, machen wir mal wegen auch einen Haken hin. Ich mache mal neu laden. Jetzt versuche ich einfach mal Dash2Doc. Da haben wir es schon. Ich habe die Gnome-Version 43 und sage einfach mal auf On. Ich sage ihm Installieren. Und jetzt schauen wir mal nach, ob wir Dash2Doc haben. Ich gehe wieder in die Erweiterung. Und jetzt sollte hier eigentlich Dash2Doc sein. Dash2Doc, hier haben wir es. Prima. Dann gehe ich auf Einstellung. Genau, jetzt kann ich Dash2Doc nach links zaubern. Endlich. Jawohl. Automatisch ausblenden ist richtig. Ja, und viel mehr brauche ich eigentlich auch nicht. Ich könnte das hier noch ein bisschen kleiner machen. Ja, sagen wir mal so. Na, so finde ich doof. Das mag ich nicht. So finde ich das schöner. Ja, und das soll das auch für die erste Installation gewesen sein. Das heißt, wo ich hier gerade mal drin bin, was ich noch ganz gerne benutze, ich gehe mal hier einen zurück, ist Clipboard. Clipboard-Indikator. Ich muss mal gucken, ist das der richtige? Ja, das müsste der richtige sein. Ich gehe wieder auf Shell-Version 43, sage ihm On. Sag ihm installieren und schwupps, dann habe ich hier ein Clipboard. Wenn ich irgendetwas markiere, zum Beispiel, sagen wir mal so, rechte Maustaste kopieren und dann habe ich das sofort in der Zwischenablage. Das kann man einstellen, wie viele Einträge man hier haben möchte und man kann sogar gewisse Einträge, die man immer wieder braucht, kann man hier sogar pinnen. Dann ist er immer da. Ja, das finde ich eigentlich sehr hilfreich.
Jetzt kommt, jetzt sind wir gerade mal hier. Was mache ich noch ganz gerne? Gut, das hätten wir jetzt auch soweit eingerichtet. So habe ich erstmal ein funktionierendes System, was prima klappt. Ja, Drucker habe ich abgearbeitet. Erledigt. Ich gehe eben nochmal die Liste hier durch. Druckerinstallation ist erledigt. Updates ist erledigt. Nein, Updates ist nicht erledigt. Denn die Socialist möchte ich mir nur ganz gerne anschauen. Das ist eigentlich auch schnell gemacht. Ich brauche wieder ein Terminal. Steuerung L. Ich gebe ein. Sudo nano etc apt-socialist.list. Und hier wollte ich mir mal schauen, was jetzt hier alles so aktiv ist. Überall, wo keine Raute davor ist, das ist aktiv. Also ich habe Bookworm, Main, Non-Fried und Contrib. Und das einmal komplett hier durch. Und die Backports sogar auch noch. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt irgendwie einen Konflikt geben kann. Ich lasse das einfach mal so, wie es ist. Debian hat es mir auch so vorgeschlagen. Gut. Ich drücke Steuerung X, Steuerung L. Jetzt schaue ich nochmal eben auf meinen Spickzettel. Das hätten wir auch erledigt. Update und Upgrade und so schließt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sich Java auch so leicht installieren lässt wie unter Ubuntu. Ich gebe mal ein Java minus minus Version. So würde ich jetzt bei Ubuntu vorgehen. Genau, und dann das gleiche würde er mir jetzt auch sagen. Java nicht gefunden oder Java ist nicht installiert. Führen Sie folgendes Kommando aus. Und das steht jetzt hier nicht. Puh, jetzt muss ich selber überlegen, wie der Installationsbefehl war. Sudo apt install. Ich gebe mal ein Java. Okay. Hier ist nicht das dabei, was ich suche. Genau, ich weiß zum Glück, das hieß irgendwie JRE-Default, meine ich. Okay. Wie installiere ich jetzt Java aus der Konsole heraus? Gut, ich weiß es nicht, ich kenne den Befehl nicht. Ich habe da noch eine Idee. Ich meine Synaptic wäre standardmäßig schon installiert. Das finde ich schon mal sehr gut. Ich versuche mal über die Synaptic Java zu installieren. Die sind hier noch beim Anzeigen. Nein, schließen. Ich gehe mal über Suchen und gebe einfach mal ein Java. Und scrolle runter, bis ich bei Java bin. Ich muss ein Paket suchen, was Java minus RE oder RE-Java, ich weiß nicht mehr so genau. Vielleicht finde ich es ja jetzt hier drüber. Also hier finde ich nichts. Ich gebe mal ein JRE. JRE. Umgekehrt war es. Default-JRE. Okay, das probiere ich jetzt nochmal aus. Ich öffne wieder das Terminalfenster. Ich mache das wieder schön in groß. Ich gebe ein sudo apt install default-jre. Ja, genau, jre, glaube ich. Mehr brauche ich auch nicht eingeben. Ich drücke mal Enter, gebe mein Passwort ein. Ich sage ihm ja. Alternativ nur Enter müsste, glaube ich, auch gehen. Und Java 17. Was zeigt er mir da an? Gut, ich trinke mal eben einen Schluck Kaffee. Gut, Java ist wohl installiert. Ich gebe wieder ein Java minus minus Version. Ja, Java 17? Warum steht da jetzt JDK? Eigentlich müsste da jetzt JRE stehen. Was habe ich denn gerade eingegeben? Ich habe JRE eingegeben. Okay, vielleicht funktioniert das doch trotzdem.
ich mache mal sofort einen Test. Ich gehe dazu auf meine Homepage. Ich gebe ein mtbtourmap.com. Ich sage ihm hier alle akzeptieren. Also meiner Seite ist die einzige, der ich vertraue. Map Composer, genau. Den wollen wir mal herunterladen. Bam. Und den Track Guru. Als Debian-Paket getestet unter Ubuntu 22.04. Wo ist er? Hier Download. Herunterladen. Ja, das sollte es gewesen sein. Ich öffne den Dateibrowser. Gehe unter Downloads, sag ihm rechte Maustaste, öffne mit, was schlägt er mir vor, Software als Standard festlegen, jo, öffnen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Und warum Sie nichts sehen? Das weiß Debian nur. Also, das funktioniert so schon mal irgendwie nicht. Er rödelt sich jetzt hier einen ab. Und warum auch immer. Okay, so schnell gebe ich nicht auf. Ich benutze mal wieder die gute alte Konsole. Ich gebe ein CD Downloads. Machen wir eben ein LS. Genau, und die Pakete möchte ich jetzt installieren. Geben wir ein dpkg Leerzeichen minus i und sag ihnen dann trackguru build 001.deb, schicke es ab und mal gucken, was jetzt passiert. Ja, das ging doch jetzt ruckzuck. Schauen wir mal nach. Da wäre er, trackguru. Starte Deku, das ist richtig, dass meine Konsole läuft. Ja, prima. Das funktioniert. Einwandfrei. Das gleiche machen wir jetzt auch mit dem Map Composer. Und dann gehen wir natürlich an ein Map Composer Build. Das dauert jetzt einen kleinen Moment länger. Suchen irgendwelche Fehlermeldungen. Deswegen, ich installiere am liebsten über die Konsole. Also hier bekommt man immer genau mit, was los ist. Schauen wir mal nach. Voila. Genau, auch das Programm startet über die Konsole. Mal sofort testen. Wie viel Arbeitsspeicher habe ich? 8 bei diesem Rechner. Hier kommt noch eine Fehlermeldung. Die könnten wir eigentlich auch mal eben beheben. Das ist aber nur, das hat nur was mit der Optik zu tun. Mit der Darstellung des Fensters. Also das Programm funktioniert auch mit dieser Fehlermeldung. Ja. Ich würde sagen, Map Composer funktioniert. Ich versuche mal eben die Fehlermeldung wegzubekommen. Per sudo apt minus get brauche ich ja gar nicht. Install sudo apt install lib. Sag ihm jetzt rechte Maustaste einfügen. So müsste es jetzt richtig sein. Drücke dann Enter. Mal gucken, was passiert. Ja. Schwupps, hätten wir das auch installiert. Jetzt öffnen wir nochmal den Map Composer und schauen mal nach, ob die Fehlermeldung weg ist. Ich gebe hier wieder 8 GB Arbeitsspeicher ein. Und voila, simsalabim. Machen wir das Fenster mal ein bisschen mal in die Mitte, damit man das besser sieht. Keine Fehlermeldung, ne? Keine Fehlermeldung. Schließen. So, damit hätten wir Java auch abgearbeitet. Was hätten wir noch? Rundgang durch Gnome, das haben wir auch abgearbeitet. Software Center und meine Apps. Das könnte ich nochmal eben starten. Gut, was haben wir gesagt? Software Center. Ja, auch hier wieder das Gleiche. Ist natürlich eine Möglichkeit, hier drüber Software zu installieren. Also dieser Software Center. Der rödelt hier irgendwie immer noch rum. Ah, okay, ich brauche einen Neustart. Ja, ich brauche einen Neustart. Das mache ich mal eben. Ich würde sagen, wir melden uns nach dem Neustart wieder.
Den Rechner habe ich jetzt neu gestartet. Ich gucke nochmal ganz kurz bei Einstellungen und Info, ob sich hier etwas getan hat. Ne, ist immer noch die 43er 1er Version. Grafikkarte, ja, das mache ich aber zum Schluss. Packe ich den Treiber drauf. Und jetzt sagt er mir auch, ich bin up to date. Genau, Software Center, hier bin ich ja stehen geblieben. Ich mach mal eben auf Vollbild. Warum bin ich jetzt im dunklen Modus? Habe ich hier etwas verstellt? Okay, ich habe irgendwie aus Versehen wohl gerade beim Ausschalten auf Dunkelmodus gestellt. Gut, lassen wir ihn auch im dunklen Modus. Infos zur Software, das wäre ja die Version 43.2. Und man kann natürlich jetzt hier drüber diverse Software installieren, aber ich mache das lieber über die Konsole. Genau, kann man die Konsole vielleicht auch nochmal irgendwie so ein bisschen verschönen. Da gucken wir auch mal eben nach. Ja, so sieht doch eigentlich schon eher ein Terminalfenster aus, ne? Oh, so ist ein bisschen sehr krass. Boah. So, ich habe das Terminalfenster auch mal eben auf dunkel gestellt. Habe ich irgendwie Lust zu gehabt. So, was wollte ich machen? Ich will ein bisschen Software installieren. Ich gebe ein sudo apt-get install. Welche Software interessiert mich? Qmapcheck. Ich möchte Viking testen. Ich möchte GPS Prune. Ich möchte KDN Live. Ich möchte dann noch die Conf-Editor. Ich möchte X-Journal. Ich brauche PDF Arranger. Genau. Was brauche ich noch? Ich brauche VLC. Ich brauche Inksy. Und dann machen wir noch MT-Paint. Jawohl, das sollte erstmal reichen. Er fragt nach, jo, jetzt habe ich vergessen, minus Y, jetzt muss ich bestimmt jedes Mal das Ganze bestätigen. Gut, ich würde sagen, ich melde mich wieder, wenn die Apps installiert sind und dann machen wir so einen kleinen Rundgang durch meine Apps. Also, bis gleich. So, das ging sogar relativ schnell, also mit der Installation ist jetzt fertig. Ich schließe das Terminalfenster und schaue erstmal nach, wo die Apps sind. Standardmäßig sind die dann ganz zum Schluss, wenn die nach der Reihe dann praktisch dann integriert. So, Nachteil bei KDN Live ist, dass immer diese komischen Apps mit installiert werden. Ich weiß nicht warum und ich weiß auch nicht, wie man das abstellen kann. Eine Möglichkeit wäre, das Ganze dann über Flatpak zu machen. Da hat man es nämlich nicht dabei. Gut, ich gehe die neuen Apps mal ganz schnell durch. Die Conf Editor, das überspringe ich jetzt, weil das dauert ein bisschen länger. GPS Prune. Wir halten fest, es funktioniert. Ganz kurz, welche Version? Nicht nach einer Version suchen, das war jetzt falsch. So, das wäre die Version 22.2. Dann schauen wir uns das nächste an. Hilfe, was soll ich denn damit? Das ist genau so ein Schwachsinn, was ich nicht brauche. Etwas, was ich nicht brauche. Dann packen wir das mal hier hin, so komme ich durcheinander. Wo bin ich stehen geblieben? KDN Live. So, 22.12. Das sieht doch auch schon mal sehr gut aus. Dann kann ich ja sofort mit dem Rechner hier das Video schneiden. Das könnte ich auch direkt ausprobieren. So, MT-Paint. Ich denke mal, das ist so ein uralt Programm. Ja, das werden die, glaube ich, nie mehr aktualisieren. 3.40, das ist, glaube ich, schon seit Jahren
auf der Versionsnummer stehen geblieben, aber für meine Anwendungszwecke benutze ich das äußerst gerne, um irgendwelche Icons zu erstellen etc. Was ist das denn hier? KDE Systemeinstellung? Das wollte ich doch gar nicht haben. Wo kommt das denn jetzt her? KDE Live installiert habe. Gut, das packen wir auch hier rein. Dann haben wir noch den PDF Arranger. Sehr gut. In welcher Version? 1.9.1. Das ist auf jeden Fall auch eine neuere Version. Bei Ubuntu habe ich, meine ich, 1.8 irgendetwas. Dann geht es hier weiter. QMap-Check. In der Version 1.16.1. Das ist, meine ich... Okay, hier gibt es kein Update zu. 1.6.1. Kann natürlich auch sein, dass es einfach keine neuere Version vorhanden ist. Sagen wir mal ja. Viking. Schauen wir eben auch mal eben schnell drüber nach. Das wäre die 1.10. Das wäre auch eine... das wäre auch die gleiche Version wie bei Ubuntu. Okay, aber das kann, wie gesagt, auch an dem Hersteller der Apps liegen. Was haben wir noch? X-Journal. Ja. 048/2016. Ja, okay, da brauche ich wohl nicht nachschauen. Das ist wohl eine Version, die seit einigen Jahren... seit dem 4.8.2016 wohl stehen geblieben ist. Aber sie ist immer noch gut. Gut, so viel zu meinen Lieblings-Apps im Schnelldurchgang. Einfach nur mal geguckt, ob es die überhaupt noch gibt, ob die noch verfügbar sind, ob die überhaupt starten. Darum ging es mir jetzt weniger um die Funktion als solches. Was habe ich noch installiert? Genau, Inksy. Inksy ist eigentlich auch ein interessantes Konsolenprogramm. Inksy -FZ. Da braucht man eine wunderschöne Auflistung seines Computers. Hier kann man welche Stellversion hat man. Ja, Temperatur und so weiter wird nur angezeigt. Partitionen und so weiter und so fort. Auch nochmal welche Netzwerkkarte. Wireless Adapter. Intel Audio. Auflösung. Genau, das ist die Auflösung meines Monitors, meines Laptops. Mehr kann der leider nicht. Der kann nur 1366x786 und mein Monitor kann dementsprechend ein bisschen mehr. Was haben wir als Display Manager? Haben wir X11. Und irgendwo ist doch noch ein bisschen Wayland mit dabei. Hier wird meine Grafikkarte richtig erkannt. Die muss ich noch installieren.